Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video über das Tuners DLC, was heute in GTA Online erschienen ist. Und in diesem Video werde ich so gesehen kurz und knapp erklären, was das DLC jetzt Neues gebracht hat, ob das DLC gut ist, wie viel es gekostet hat und vieles mehr. Auch vor mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die Leute, die mich nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online und das wäre ziemlich blöd. Und Leute, euch fehlt das Geld für das neue DLC oder ihr habt irgendwelche anderen Sachen vor in GTA, aber euch fehlen einfach die Mates, dann kommt auf meinen Discord-Server, der ist mittlerweile doch recht gut voll mit irgendwelchen GTA Online-Spielern und da findet sich bestimmt einer für eure Situation. Also kommt auf den Discord-Server, Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dort. Wenn ihr in GTA Online joint, hier ist es tatsächlich völlig egal, ob eine Freundessitzung oder öffentliche Sitzung, müsst ihr zuerst zu LSK Meet. Dieser wird natürlich Mittelpunkt auf der Karte angezeigt und ihr müsst einfach mal dorthin fahren. Dort angekommen, müsst ihr jetzt einfach in die Garage reingehen. Sobald ihr drinne seid, Leute, werdet ihr natürlich einen Trailer bekommen, der euch alles erklärt. Dieser Trailer ist sehr ähnlich wie der Trailer, den Rockstar Games schon veröffentlicht hat auf YouTube und deswegen ist das meiste schon bekannt. Sobald der Trailer vorbei ist, Leute, solltet ihr mal zu Mimi gehen, also das i auf der Minimap, denn dort könnt ihr eure Mitgliedschaft für 50.000 GTA-Dollars kaufen und dann gewisse Features freischalten. Diese Features sind zum Beispiel diese Tuning-Garage, aber auch natürlich die Teststrecke und vieles mehr. Was findet ihr denn sonst noch bei LSK Meet? Natürlich habt ihr hier auch noch ein Tattoo-Studio, bestimmt auch mit neuen Tattoos, aber ich bin jetzt nicht so der Tattoo-Typ. Und außerdem kriegt ihr natürlich ja auch neue Kleidungsstücke, den ihr beim Kleidungs-LKW kaufen könnt. Also schon sehr unseriös. Aber egal, Leute, was gibt's denn noch? Sobald ihr das Intro und alles andere abgeschlossen habt, könnt ihr eure eigene Tuning-Garage kaufen auf dieser Macebank-Seite. Und diese Tuning-Garage gibt es 5 verschiedene Standorte, die natürlich auch unterschiedlich viel kosten. Der teuerste Standort kostet ca. 1,9 Millionen GTA-Dollars. Aber Leute, das ist natürlich nicht alles, denn ihr müsst natürlich noch Sachen dazu kaufen, damit das komplett funktionsfähig ist. Zum Beispiel müsst ihr auch die Mechaniker kaufen. Ja, ich sag Mehrzahl, die Mechaniker. Denn ihr habt einmal eine Bennys Mechanikerin und einmal Los Santos Custom Mechaniker. Und beides zusammen, Leute, habt ihr natürlich die optimale Tuning-Auswahl. Obwohl man hier natürlich noch sagen muss, dass die Tuning-Teile von Bennys tatsächlich eher Copy-Paste sind. Also der Innenraum ist von Bennys und da hat sich jetzt nicht viel geändert. Aber Leute, es ist trotzdem cool, dass man es machen kann. Also ich will mich jetzt hier nicht beschweren. Aber die Tuning-Garage hat im Endeffekt mich ca. 4,5 Millionen GTA-Dollars gekostet, was jetzt natürlich nicht wenig ist. Wenn ihr jetzt zu dieser Tuning-Garage hinfahrt, werdet ihr merken, dass ihr wieder ein Intro bekommt, da wieder alles erklärt wird und bla bla. Aber ihr könnt die Tuning-Garage noch nicht nutzen, da das Ganze noch in Renovierungsarbeiten ist. Das bedeutet, ihr müsst zuerst diese Mission, die sie euch gegeben haben beim Intro, erstmal durchführen. Also ihr müsst ein Auto wieder zurückbeschaffen von der Polizei. Und erst danach, wenn ihr diese Mission erfolgreich gemacht habt, ist die Tuning-Garage so gesehen fertig renoviert und einsatzbereit. Denn danach könnt ihr tatsächlich hier auch 10 Fahrzeuge reinkaufen. Also ihr habt so gesehen hier eine Garage mit einem Stellplatzvolumen von 10 Fahrzeugen. Aber wie gesagt, auch erst nach der Mission. So, in meinem Fall habe ich natürlich jetzt die ganzen neuen Fahrzeuge reingekauft, die bei diesem DLC reinkamen. Wenn ihr jetzt hier natürlich das ganze Tuning euch anschauen möchtet, Leute, dann habe ich in der Videobeschreibung einen Link vom Video, wo ich die ganzen 10 Fahrzeuge tune. Aber gut, Leute, was gibt es denn hier noch in dieser Tuning-Garage? Ihr habt hier eine Auftragswand. Und diese Auftragswand ist natürlich nur mit VIP, CEO oder MC Present zu bedienen, auch bei der Rückführungsaktion beim Anfang. Außerdem, Leute, bin ich hier ehrlich, das Ganze sieht sehr nach Heists aus, also wie aus dem Heist-DLC. Sprich, ihr habt hier eine Wand, wo ihr auswählen könnt, ja, ich möchte das und das machen. Aber Leute, ihr kriegt nur 3 Vorschläge, was ihr machen wollt. Es gibt aber deutlich mehr Überfälle so gesehen als diese 3. Also das wechselt sich durchgehend. Aber dazu später mehr. Was gibt es denn sonst noch in dieser Tuning-Garage? In dieser Tuning-Garage gibt es ein neues 8-Bit-Videospiel, was ihr spielen könnt. Den Namen habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht gesehen in Aufnahmen, aber egal. Jedenfalls müsst ihr da auf eine Straße fahren mit irgendeinem Fahrzeug und ausweichen. Das Videospiel an sich sehr lustig, aber ich bin ehrlich, Leute, es wird relativ schnell langweilig. Aber als Abwechslung, warum nicht? Gut. Was gibt es denn sonst noch zu sagen an diesem DLC? In diesem DLC gibt es natürlich Drift-Autos und da muss ich hier auch wiederum sagen, diese Tuning-Garage ist kein Muss, Leute. Sei ich euch ehrlich, klar, wenn ihr diese Aufträge machen wollt oder sonst irgendwie Geld verdienen wollt, braucht ihr die Tuning-Garage,
aber diese Tuning-Garage ist sehr, sehr unnötig. Da ihr bei LSK Meet das Ganze auch machen könnt. Ihr könnt da auch Autos tunen und vieles mehr. Und warum vieles mehr, Leute? Naja, ihr könnt bei LSK Meet tatsächlich eure Fahrzeuge zu Drift, richtigen Drift-Fahrzeuge umtunen. Das geht in unserer eigenen Tuning-Garage nicht, was ich hier echt ein bisschen blöd finde, da wir hier 4,5 Millionen ausgegeben haben und ja, das können wir dann doch nicht machen. Irgendwie schon ein bisschen blöd und schlecht durchdacht, aber egal, Leute. Denn es sind irgendein Fahrzeug aus dem neuen DLC, in meinem Fall war es jetzt hier der Jester RR, und fahrt ihr es zu LSK Meet. Seid ihr bei LSK Meet, müsst ihr jetzt einfach in eurem Fahrzeug einsteigen und drückt Viereck, um das Menü zu sehen, und dann rechte Pfeiltaste, um zu tunen. Und wenn ihr jetzt auf Reifen geht und dann wieder auf Reifen und Reifenverbesserung, werdet ihr sehen, dass ihr hier weniger Haftung auftunen könnt. Und dadurch driftet euer Fahrzeug, wie ihr hier auf dem Hintergrund seht. Denn das Fahrzeug ist tatsächlich ein richtiges Drift-Fahrzeug und nicht dieses komische Drifting, was GTA vorher hatte, wie beim Drift Tempo oder sonst irgendwas. Nein, jetzt kann man richtig, richtig schön driften. Okay, ich bin ehrlich, Leute, man muss da schon ein bisschen üben, um das hinzukriegen, aber ist machbar. Jetzt ist natürlich hier die Frage, Leute, können nur die Autos aus dem neuesten DLC Drift-Fahrzeuge werden oder können andere Fahrzeuge werden? Zum Beispiel wie der Drift Tempo. Ich meine, der hat ja Drift im Namen. Und hier muss ich leider sagen, Leute, dass die Tuning-Option bei LSK Meet nicht verfügbar ist für Fahrzeuge, die nicht aus diesem DLC kommen. Was ich schon ein bisschen ärgerlich finde, ich meine, Drift Temper, Drift Yosemite, da stehen noch die Namen schon mit dabei. Drift. Und warum das jetzt hier nicht funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Also finde ich tatsächlich sehr, sehr ärgerlich und da haben sie nicht mitgedacht. Aber gut, Leute, was kann man denn sonst noch bei diesem LSK Meet machen? Bei LSK Meet gibt es tatsächlich ein Fahrzeug-Icon auf der Minimap. Wenn ihr da mal hingeht, werdet ihr so gesehen drei Fahrzeuge als Auswahl sehen. Und diese Fahrzeuge könnt ihr tatsächlich einfach mal testen, bevor ihr sie kauft. Und das Coole ist, Leute, hier steht sogar ein Fahrzeug, was noch nicht veröffentlicht ist, nämlich der Porsche. Natürlich könnt ihr jetzt gerade den Porsche nicht kaufen, sondern nur testen, aber die anderen Fahrzeuge könntet ihr theoretisch vor Ort kaufen. Aber gut, in meinem Fall habe ich das alles übers Internet gemacht bei Legendary Motorsport und South St. Andreas. Aber gut, was gibt es denn hier noch zu sagen? Natürlich gibt es hier eine neue Rennserie, und zwar Straßenrennen zum Beispiel und mit dieser Fahrzeugklasse Tuners. Und hier sage ich ehrlich, Leute, hier solltet ihr ein Auto benutzen, was ihr nicht als Driftfahrzeug getunt habt, denn sonst habt ihr echt wenig Chancen, dieses Rennen zu gewinnen. Deswegen habe ich auch direkt instant ein Fahrzeug genommen, wo ich das noch nicht umgetunt hatte. Diese Fahrzeugklasse bzw. dieses Straßenrennen ist schon sehr abenteuerlich, da diese Fahrzeuge wirklich keine gute Traktion haben, obwohl sie nicht mal als Driftfahrzeug umgetunt sind. Und es ist ziemlich anstrengend, von dieser Meute mal wegzukommen, aber sobald man einen Dreh raus hat mit dem Fahrzeug, geht das Ganze eigentlich. Und ich finde eigentlich ganz cool gemacht, diese Straßenrennen, aber ich bin ehrlich, die Stuntrennen sind deutlich cooler mit den Lupen und Springen und ja, ist halt nur Straßenrennen hier, ne? Deswegen kann man machen, macht Spaß, aber egal. Gut, was gibt es dann hier sonst noch zu sagen? Wie schon eben erwähnt, gibt es welche Aufträge in der Tuning-Garage. Und diese Aufträge habe ich tatsächlich jetzt mal eins angezockt. Ich habe jetzt einfach mal diesen Pflegeüberfall gestartet. Und man sieht direkt, man muss drei Vorbereitungsmissionen machen für diesen Pflegeüberfall. Ich habe jetzt mal eine Mission angespielt, und zwar wo wir die ganzen Störsender bei den 6 Pflegerfilialen anbringen mussten. Das Ganze, Leute, könnt ihr natürlich auch mit Freunden zusammenspielen, beziehungsweise würde ich euch sehr empfehlen, da sonst die Zeit nicht reicht, alles alleine zu machen. Außerdem, Leute, finde ich den Erlös von 170, ach was weiß ich, 1000 echt wenig im Vergleich, wie viel Zeit man dafür, ich sag's mal, verschwendet. Der Perico heißt es natürlich deutlich lukrativer und geht schneller. Und wenn ihr den Trick kennt, dass man da rausgeht und dass man das Finale immer wieder neu startet, dann ist das sowieso deutlich besser als das hier. Aber gut, Leute, es ist natürlich hier auch eine andere Art von Missionen, ne? Also man kann hier mit seinen neuen Fahrzeugen fahren und das wird irgendwie auch zusammenhängend. Aber soweit habe ich tatsächlich hier noch nicht gespielt, sondern nur eine Vorbereitungsmission. Aber ich finde trotzdem geldtechnisch, naja, so lala, ne? Und kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt in diesem DLC. Und zwar das Level-System. Hier gibt es so eine Art Level-System, ähnlich wie in der Arena-Werkstatt. Und wenn ihr Level aufsteigt, könnt ihr Tuning-Teile freischalten, zum Beispiel Designs und Felgen. Und wie könnt ihr Level aufsteigen? Naja, einerseits, ihr müsst einfach nur diesen LSK mit chillen, aber wo man natürlich deutlich mehr RP bekommt, ist natürlich, wenn ihr diese neue Straßenrennserie spielt. Also, wenn ihr zum Beispiel Erster werdet, kriegt ihr natürlich deutlich mehr als Letzter zu werden. Also, ihr müsst einfach nur da chillen, auf der Teststrecke fahren und dann kriegt ihr schon diese RP und könnt euch Sachen freischalten. Aber muss ja auch dazu sagen, ihr müsst relativ viele Level euch erfarmen, da manche Sachen sogar erst ab Level 169 freigeschaltet werden und
ja, das ist schon eine Zahl, aber man steigt relativ schnell Level auf. Aber gut, Leute, das war jetzt mein Eindruck von dem DLC, was ich bisher so erlebt habe, was ich bisher angezockt habe. Also generell kann ich sagen, dass das DLC recht gelungen ist, allein deswegen schon, da man mit den Autos driften kann. Ein großer Minuspunkt hier an dieser Stelle, die Fahrzeuge können aus dem neuesten DLC zum Driftfahrzeug umgetunt werden und der Drift Temper, ich meine, hat Drift im Namen, geht halt irgendwie nicht und das ist schon irgendwie, ja, dämlich, ne? Aber egal. Also, das DLC hat mich jetzt circa 25 Millionen GTA-Dollars gekostet. Man muss auch hier sagen, Leute, dass das DLC noch nicht komplett draußen ist. Denn 7 Fahrzeuge erhalten wir noch per Dropfeed die nächsten Wochen und Monate. Deswegen wird das wahrscheinlich alles circa 30 Millionen GTA-Dollars kosten, wenn ihr euch alles kaufen würdet. Auch die Fahrzeuge, die noch nicht verfügbar sind. Aber gut, Leute, das war es jetzt wirklich von diesem Informationsvideo über das neueste DLC von Rockstar Games. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich nicht abonniert haben, warum nicht? Das Update ist auch richtig geil. Aber ich würde mal sagen, ich bin raus. Euer Wombat. Ciao.